Bayern im Blick und das hätten Sie sich nicht gedacht, dass es so etwas gibt. 41 Jahre lang Mitglied im Bayerischen Landtag. Ich begrüße Dr. Thomas Goppel. Guten Abend und grüß Gott. Ein Vollblutpolitiker. Im Grunde begann ja bei Ihnen die Laufbahn schon in der Wiege. Der Vater war langjährigster bayerischer Ministerpräsident. Sie hatten sogar 4 Jahre mit dem Vater zusammen im Landtag gearbeitet. Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ja, ja, und die Laufbahnen sind interessant, weil mein Vater muss ja erst 4-mal in Unterfranken durchfallen, bis sie ihn in München wahrgenommen haben. Und dann ging es interessanterweise ganz steil und dann so lange wie bei keinem anderen auch im Amt des Ministerpräsidenten. Wie überlebt man denn so eine politische Langkarriere? Wie schafft man da, fit zu sein und nicht verschlissen zu werden im Grabenkrieg mit den Fraktionen der Partei? Ob ich verschlissen bin, entscheiden andere, das kann ich nicht sagen. Aber ich will nur ausdrücklich festhalten, wenn man die Menschen mag und mit Menschen in Kontakt sein mag, dann kann es gar nicht lang genug dauern. Und dann kriegen Sie es zu tun und sind mittendrin in einem Dauerthema. Sie sind ja ein Troubleshooter, ein Problemlöser im Grunde. Und dann haben Sie so einen Knochen vor sich wie den neuen Konzertsaal, den Bayern braucht, den München braucht. Ich lese mal kurz die Liste vor der Standorte vom Eisstadion zur Friedenheimer Brücke. Der Flughafen war mal die Messe. In Aubing gibt es jetzt neuerdings ein Gelände. Man hört da einen schönen Klang heraus, sagt man, im Werksviertel. Die Museumsinsel, sagten wir, Finanzgarten. Überall soll da wie Pilze und dort, dann wird es auch gleich wieder tot diskutiert. Wieso kommt man aus dieser Diskussion nicht raus jetzt 2-3 Jahre lang? Also ich glaube nicht 2-3 Jahre, das ist weit über 10. Wie ich 2003 ins Wissenschaftsministerium gekommen bin, nach der Generalsekretur und der Kurt Faltelhauser Minister am Odeonsplatz war, da waren wir beide ein verschworenes Team, um möglichst schnell etwas durchzusetzen. Aber jedes Mal hat die Landeshauptstadt blockiert oder der Herr Oberbürgermeister Ude, der vielleicht fürs Kabarett viel zu tun hat, aber beim Konzertsaal eben sehr mühsam war. Es kam dazwischen die Naturschützer in München, die irgendeinen Baum und irgendwelche Kanicke und irgendwelche sonstigen Viehzeug schützen wollten. Es gab immer wieder Nein. Und der Kurt Faltelhauser hat dann gesagt, er geht auf die Staatsgelände. Und im Staatsgelände sind wir fast immer zu klein geworden. Weil ein Konzertsaal braucht Ausdehnung, er braucht Platz, er braucht Raum. Es müssen 2000 Sitzplätze dabei sein und so, das ist alles notwendig. Und dadurch gab es wieder Einsprüche. Dann hat das Deutsche Museum gemauert, weil sie gesagt haben, wir brauchen die Räume, die sie inzwischen längst vermietet haben. Also da merkt man deutlich, dass da vieles auch nicht gestimmt hat. Und schließlich ging es dann so weit, dass in der neuen Legislaturperiode jetzt der neue Oberbürgermeister von München mit dem Ministerpräsidenten gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir, Ministerpräsident hat 18 Standorte, ich kenne sie gar nicht alle, haben wir untersucht und nirgends soll es gehen. Jetzt einigen wir uns darauf, dass wir die alten Standorte tagesfähig machen. Wir wollen sie nachrüsten. Großer Aufschrei. Als Musikratspräsident habe ich gesagt, endlich geht's weiter. Ganz wurscht. Ich will gar nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. Natürlich ist das Reparieren von alten Beständen immer die zweitbeste Lösung. Aber wir haben dann da nachgeguckt und festgestellt, das geht nicht. Und komischerweise, kaum war das abgelehnt, haben sich Standorte gemeldet, die wir bis jetzt alle noch nicht gehört haben. Und dann, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Ich bin einmal für die Musik zuständig, das will ich mit wahnsinniger Begeisterung. Einen Saal, der endlich mit Luzern wettbewerben kann. Ich glaube zwar, dass die Kritiker vom Gasteig nicht so recht haben, wie sie behaupten, aber ich glaube auch, dass man gegenüber dem Gasteig noch was besser machen kann, weil er auch manchmal zu groß ist oder ganz oft. 2400 ist ein Angebot an Leute, die dauernd Fernsehen und Internet gucken können, dass sie nicht mehr so wahrnehmen. Vor 20 Jahren wäre es womöglich noch gegangen, aber jetzt ist es zu groß. Die Stadt renoviert das, wird man sehen, wie es rauskommt. Und das, was wir brauchen, ist so rund 2000 und die könnten da gut entstehen. Sogar mehr, weil die Bahn, in der Nachbarschaft der Bahn, die Post, ihre großen Postverteilzentrum hat. Das wird verlegt, weil auch die technische Entwicklung das notwendig macht. Und dann steht da eine große Kuppel, wie sie in der ganzen Welt nicht widersteht. Wir blenden das mal ein. Wir haben Fotos von diesem Areal. Ein wunderschönes Gelände. Halbrund. Die größte frei tragende Beton
Konstruktion? Jawohl. Wird heute nie mehr gebaut, weil alle natürlich sagen, es gibt bessere und gute Möglichkeiten. 150 Meter breit, 100 Meter tief, wenn Sie das mal umrechnen. Da gehen bis zu 3 Konzertsäle hinein, nicht nur einer. Da kann man große und ein paar kleinere, da kann man auch anderes unterbringen. Und mir gefällt es natürlich, weil seit 40 Jahren München rumtut, was sie mit der Musikhochschule machen. Und wir haben natürlich auch hier mal ein Folder mitgebracht. Darf ich Sie mal bitten, ist auf jeder Seite. Ich halte alles. Also hier fügt sich dieses... Da ist die Bahn. Ja, die Bahn. Da ist der Bahnhof von Laim. Der Hirschgarten ist da, das muss man auch noch wissen. Da kann man ja dann nachher in den Biergarten gehen, nach dem entsprechenden Konzert. Und diese große Halle mit einem großen Parkplatz, den man natürlich untergraben jetzt kann, wenn man da neu baut, ist ein Zentrum, was die Neuhauser gut gebrauchen können, was ein Stück Nymphenburg betont. Wenn das gelingt, dann kriegt, glaube ich, das die Nase vorn gegenüber dem Eckartschen Gelände, dem ich auch Glück wünsche, brauchen wir nicht reden. Die Stadt kann solche Entwicklungen gebrauchen. Aber hier hätte ich Platz und Optik. Wenn Sie sich überlegen, da steht die Kamera da oben und nimmt auf, wenn die großen Festtage stattfinden, wie die anderen in den Saal einziehen. Das kriegen sie an keiner anderen Stelle so hin. Und da bin ich schon ganz begeistert, weil die Stimmung eine andere wird, wenn ich die Leute beim Einmarschieren, wenn ich das alles mitkriege und miterlebe und darunter ein bisschen Stadtleben ist. Das ist ja auch noch etwas, und was hier man... hier vielleicht auch noch Platz für die Musikhochschule. Da ist ein Gelände, das der Stadt gehört und die da bauen will. Und ich finde, wir müssen mit der Stadt reden, der Freistaat muss mit der Stadt reden, ob da nicht die Musikhochschule unterkommt, die seit 40 Jahren da rumdröselt an der Arzistraße und die eigentlich dringend längstens ein neues Gelände braucht, auch wegen der Konzertsäle. Das könnte bombig werden. Für Sie möglicherweise und für Bayern und für die Orchester also ein schönes... Also ausdrücklich sagen, mir ist wichtiger, dass der Saal entschieden wird. Weil wir sonst, wenn der Gasteig renoviert wird, in München abgehängt sind. Das darf nicht sein. Denn der muss ja irgendwann zumachen und dann ist er ein paar Jahre nicht da und dann sollte der andere fertig sein. Deswegen drückt der Ministerpräsident so auf die Tube und sagt, ich will jetzt haben, dass das da ist. Und der Finanzminister sagt natürlich, angesichts der anderen Aufgaben, die wir haben, ist es interessant, im Augenblick auch mit privater Investition zu rechnen und zu sagen, wenn das jemand anderer für uns gestaltet und nachher im Mietverfahren durchaus am Abend den Konzertabend vermietet, dann könnte das insgesamt interessant sein, auch für die Kulturszene Freistaat. Denn wir haben ja entgegen früheren Zeiten jetzt es wirklich nötig, nicht nur München zu entwickeln, sondern auch das Land, ich das Land halten will. Und dann gibt es gelegentlich welche, die sagen, ach, das ist doch nicht wichtig. Ich kann nur sagen, wenn ich New York sehe, wenn ich Mexico City sehe, die ganzen großen Städte, die haben alle die Fläche wie der Freistaat schon bald. Da fehlt nicht viel. Wenn ich über Mexico City fliege, brauche ich eine Stunde mit dem Flieger, bis ich zum Flughafen komme. Dann weiß man, wie riesig das Gelände ist, das man entfalten muss, da mögliche Vielfalt entsteht. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges, dass wir da an dieser Stelle auch andere mit ins Boot nehmen. Dann bleiben sie auch als Industrie. Eine Verbindung zwischen Denkmalschutz und Musik in einer Person und möglicherweise unter einem Dach. Ich bedanke mich fürs Dasein. Sie sind sehr zupackend, sehr energisch an dieser Stelle auch hier. Mit also Leidenschaft, immer. Ein langes politisches Leben würde man Ihnen wünschen. Und vielleicht auch für die Musik in Bayern ein gutes Ende.